77,5 Stunden liegt die Messerattacke von Lübeck-Kügnitz zurück. Seitdem ermittelt die Polizei. Über den Beschuldigten weiß sie nicht viel. Nur, dass er hier in Kügnitz in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zuletzt gewohnt haben soll. Dass er 34 ist und dass er iranische Wurzeln hat. Sein Motiv weiterhin unklar. Der Beschuldigte lässt sich weiterhin zu den Tatvorwürfen nicht ein. Er ist anwaltlich beraten. Wir haben aktuell keine Anhaltspunkte dafür, dass die Schuldfähigkeit des Beschuldigten bei der Tatbegehung aufgehoben gewesen sein könnte. Aber wir werden trotzdem im Rahmen unserer Ermittlungen einen psychiatrischen Sachverständigen beauftragen, damit dieser die Frage der Schuldfähigkeit des Beschuldigten untersucht. 70 Fahrgäste sollen in dem Bus der Linie 30 nach Travemünde gewesen sein. Aber nur 20 konnte die Polizei bisher befragen. 20, die am Tatort geblieben sind. Seit Freitag bittet die Polizei darum, dass sich auch die anderen Fahrgäste melden. Getan haben das bisher nur 5. Es mag sein, dass eine gewisse Scheu besteht, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Es kann auch sein, dass Menschen möglicherweise tatsächlich sehr belastet sind durch das Geschehen und aus dem Grunde den Weg noch nicht zur Polizei gefunden haben. Wir bitten daher alle, die an Bord dieses Busses gewesen sind, sich bei der Polizei zu melden, auch wenn sie vielleicht meinen, nichts Wesentliches beitragen zu können. Auch kleine Informationen sind für unsere Ermittler möglicherweise wichtig. Je mehr Zeugen sich melden, desto klarer wird das Bild. Auch dann liegen aber noch viele Stunden Ermittlungsarbeit vor der Polizei. Und wer das miterlebt hat am Freitag, der braucht vielleicht Hilfe. Der Weiße Ring hat heute betroffenen Zeugen und deren Angehörigen Unterstützung angeboten. Sie können sich zum Beispiel in der Außenstelle Lübeck melden.